Oh hey, oh meine Lieben, und willkommen zur Lesung der 9. Rauhnacht. Ich erwache mit einem Lächeln im Gesicht. Die 9. Rauhnacht geht vom 1. Januar auf den 2.1.2022. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das letzte Jahr schon mit mir gegangen sind und all die anderen Jahre zuvor. Ich möchte mich bedanken für all die, die jetzt hinzugekommen sind. Ja, und die nun mit mir sind und vielleicht ein bisschen meiner Inspirationen und Ideen teilen. Ich möchte mich bedanken bei all jenen, die gespendet haben, auch bei dir, liebe Rabea. Und die Frage ist doch, möchtest du den Frieden ins Leben bringen oder setzt du einen Flächenbrand? Und das ist ein ganz, ganz schöner Impuls auch für den Monat September, ja, die 9. Rauhnacht. Die beginnt heute Abend und wir haben wieder mal wundervolle Möglichkeiten. Was mir sehr nahe liegt gerade ist Maria Magdalena, sie wird immer präsenter. Ich bin ganz viel in Frankreich und in Rennes-le-Château. Ich mache jedes Jahr eine Kraftortreise dorthin. Und es nährt mich gerade so unglaublich. Jedes Mal, wenn ich da bin, dann sage ich, hier muss Gott und Göttin ihr Zuhause haben. So ein wunderschönes Land, Frankreich. Und dazu muss ich sagen, es wundert mich ein bisschen, ja im September, aber wer weiß, weil ich fahre von Mai bis Juni dorthin und ja, habe das nicht für den September geplant, aber ja, wir sind flexibel und wir bewegen uns in das Licht. Und was auch schön ist, ich habe heute so ein Bedürfnis nach Licht. Ich fühle heute so viel Licht hier und habe um mich herum einen riesigen Lichter- und Kerzenkreis gezündet. Und das ist wunderschön, das gibt mir ein Gefühl von Wärme, von Zuversicht, von Freude und von Segen. Und das ist ganz gut für den 2. Quatsch, für den 2. Januar, für die 9. Rauhnacht, ja, für die 9. Rauhnacht und den Monat September. Aber vielleicht hat der 2. Januar ja eine ganz große Bedeutung, obwohl wir jetzt ja noch im 1. sind. Ich glaube, dass der 2. Januar nochmal ein Tor öffnet und zwar in ganz, ganz große Dimensionen. Und wenn ich mit diesem Satz erwache, ja, ich erwache, Ausrufezeichen, mit einem Lächeln, dann könnte das bedeuten, dass innerhalb der Menschheitsgeschichte hier nochmal ein großes Erwachen stattfindet. Heute ist es tatsächlich ein Tag des Lichts, des Segenlichts. Ja, man sagt auch die große Fackel. Und bei der Fackel, da bin ich immer bei uns allen, bei uns, bei den Sternensaaten, bei den Regenbogenkriegern. Ja, bei den Kriegern des Lichtes. Und die gehen nicht mit Waffen. Ihre Waffe ist die Liebe, ihre Waffe ist das Verständnis. Sie reichen einander die Hände und bilden diesen riesigen, riesigen Lichtkreis. Es wird immer deutlicher auch. Ja, es geht um Aufrichtigkeit und reine Kraft im Monat September. Und symbolisch steht es natürlich auch das goldene Licht, zum Beispiel auch der wundervollen weißen Kerzen hier. Das goldene Licht steht für die Erlösung und für die Vollkommenheit der Seele. Das goldene Licht ist inmitten unseres oder inmitten eines jeden Schicksalsrades. Du könntest jetzt nochmal das neue Jahr segnen. Du könntest hingehen und einen Moment innehalten und still werden, dich verbinden mit dem goldenen Licht, mit der unsterblichen Natur. Um den Segen bitten für dich und deine Lieben für das neue Jahr. Man könnte doch schon sagen, dass wir wie der Phönix aus der Asche wieder einmal auferstanden sind. Wir haben dieses Jahr überstanden und es war kein leichtes Jahr, 2021. Es war ein herausforderndes Jahr, doch hier sind wir. Und wir haben immer noch die Möglichkeit zu lächeln. Wir sind jetzt, ja, energetisch schon, zumindest jetzt während der Rauhnächte, im September 2022. Und auch hier hat sich gezeigt, wie rasant alles vorwärts geht.
Wir durften erwachen im Januar, ja, wie die mutige Pfingstrose uns dem Licht entgegenlegen. Wir konnten im Februar das Schild bauen, ja, so dass wir unsere Energie bündeln, uns schützen und das, was uns lieb ist. Wir konnten unser Selbstwertgefühl im März stärken. Ja, ist alles eine Frage der Energie. Wir konnten im April die Wunder und das Negative erlösen. Atlantis war im Raum und die Wahl. Ich weiß gar nicht mehr, was in der fünften Rauhnacht war, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr kraftvolle, machtvoller Monat gewesen. Ja, vielleicht auch des Entleerens und des einfach nur Seins. Wir hatten im Juni das Steine-Ritual, die Verbindung mit den Ahnen und mit den alten Wunden, ja, dass die gelöst werden konnten und geklärt werden konnten. Es war eine Wachstumsenergie. Und der Tod und das unendliche Leben standen die ganze Zeit jetzt schon im Jahr im Raum. Wir hatten im Juli die Sternenwächter, die Erdung, das Hiersein, die Machtkämpfe, der Sieg des Lichtes, ja. Und im August die Zähmung des Windes, die Zähmung unseres Geistes. Ja, meine Lieben, dann wollen wir doch einfach mal hineingehen in die Energie. Also achte auf deine Empfindungen und achte auf alles, was jetzt so mit dir ist. Und notiere dir, wie es dir in den letzten Monaten so ergangen ist, wie es dir war. Der September. Lebenssinn und Hingabe. Willst du den Zustand dauerhaften Glücks erleben? Dann befreie dich von Gewohnheiten, die deinen Geist fesseln und beschweren. Lass dich von der Schönheit der Welt überraschen und sei in jedem Augenblick bereit für neue Sonnen, für neue Wünsche, neue Welten. Dann wird der große Geist dich segnen und sich durch dich freuen. Das steht für den September und die neunte Rauhnacht. Und die neunte Erkenntnis ist das Auftauchen einer neuen Kultur. Oder einer Kultur, ja. Während wir alle der Erfüllung unserer spirituellen Aufgabe entgegenstreben, wird es zu einer zunehmenden Automatisierung der für unser Überleben notwendigen Technologie kommen, damit wir uns ganz auf unser synchronistisches Wachstum konzentrieren können. Mit dem Lesen habe ich es heute schwer. Ich spreche lieber, als dass ich lese. Dieses Wachstum wird die Menschheit in immer höhere energetische Stadien befördern, bis unsere Körper eine spirituelle Form annehmen. Und dann wird sich unsere Dimension der Existenz mit der jenseitigen Dimension verbinden, was den Kreislauf von Geburt und Tod beendet. Also es geht um die Ewigkeit und das ewige Licht, was wir sind. Daran dürfen wir uns erinnern. Wir dürfen uns darauf fokussieren und bitte verliert euch nicht in der neuen Technologie. Nutzt sie, um spirituelle Praktiken auszuüben. Das heißt, nutzt die Technik, um einen Raum von größerer Zeitkapazität, ja, zu schaffen, in der sich dann Raum und Zeit auflösen kann. Also wir werden in eine neue Kultur hineinwachsen. Wer weiß, was das bedeutet mit der Technik. Behaltet und bewahrt eure Liebe und seid euch eurer Seele bewusst. Und nun kommen wir zum Reading. September 2022. Maria Magdalena sagt uns, die Quelle des Lebens sprudelt in dir und deine Wünsche werden wahr. Und wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann wissen wir, dass sich Maria Magdalena und Jesus am Brunnen trafen. Der Brunnen symbolisiert den Zugang zu den verborgensten Gefühlen und Empfindungen und ist der Eingang in das geistig ewige Reich. Der Brunnen ist aber auch schon in den Märchen von Frau Holle zu sehen, ja, wo die Pechmarie und die Glücksmarie reinfallen. Und je nachdem, was wir leben oder was wir kreieren in unserem Leben, was wir hineinlegen, was wir bereit sind zu geben, das erschafft uns unseren Raum. Und das Jahr 2022 im Gesamten, ja, ist wiederum ein Jahr, in dem deine Schöpferkraft auf den Plan gerufen wird. Was bist du bereit zu geben? Was bist du bereit zu teilen? Ja, weil da auch dein Brunnen steht für das Lebenswasser in der Tiefe, das sich der spirituellen, sexuellen, der liebenden Vereinigung mit neuer Lebensenergie gegenüber sieht oder was sich damit auflädt. Der Brunnen steht immer für Heilung,
für die Weihung, für das Wasser des Lebens, für deine Gefühle, für die Einweihung und die Wunscherfüllung, indem der Mensch sich wieder an seine geistige, göttliche Natur erinnert, kann er dem Weg zur Heilung, zum Erfolg, zum Einfach-So-Sein, zum Glück, zu sich selber finden. Hab keine Angst vor deiner geistigen Größe, verbinde dich mit dem Wasser des ewigen Lebens. Hier kannst du alte Dinge erlösen und sie in den Fluss der Liebe bringen. Das Leben, die Erde, unser Planet, regeneriert sich immer wieder. Du regenerierst dich immer wieder, indem du manchmal das Kleid des Lebens ablegst und deine Seele wieder zur Quelle steigen lässt. Und wenn du den Zugang zu deinem wahren Selbst über deine Gefühle findest, ja, dann tauche in deine Tiefen und öffne dich für neue Erkenntnisse. Ich erwache mit einem Lächeln. Das ist mein Satz, mit dem ich wach geworden bin. Nutze diesen Satz für dich selber. Der Segen der göttlichen Kraft ist mit dir. Und die Affirmation lautet: Am Brunnen des Lebens kann ich neue Kraft schöpfen. Liebe fließt und ich bin ein Segen. Ja, das bist du. Der September scheint wirklich ein glückverheißender Monat zu werden. Ein Monat, in dem wir noch einmal aus unserer Tiefe heraus wählen. Und wir haben ja über den Beginn des Jahres schon ganz viel erlebt. Im September könnte es sein, dass plötzliche Energien zu dir reinkommen, dass du einen guten Weg findest. Vielleicht weinst du vor Glück. Vielleicht sind aber auch noch wirklich traurige Aspekte da. Für mich sieht es so aus, als würdest du hier inmitten der Unendlichkeit sitzen und deine Wahl treffen dürfen. Gehe ich jetzt den Weg des Lichts, den goldenen Weg, den Weg der Heilung und der Freude, oder gehe ich den Weg der Trauer, der Unterdrückung oder was auch immer sich da in deiner Schattenwelt befindet? Und du hast immer wieder hier kurzfristig die Möglichkeit zu wählen. Das ist das, was die drei Schicksalskarten sagen. Gehen wir mal weiter. Oh, meine Lieben, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass der Druck, der da vorher war, uns auch geholfen hat, noch ein paar mehr Menschen auf unsere Seite zu holen, noch ein paar mehr Menschen dem Licht zuzuführen und ein paar mehr Menschen die Gelegenheit zu verschaffen, zu erwachen. Und wie erwachen wir? Wir erwachen mit einem Lächeln. Das ist auch eine Entscheidung. Und eine Entscheidung steht an im September. Hier steht es an, sich für das Leben zu entscheiden, für die volle Verantwortung, für die eigene Schöpferkraft, für das ins Leben gehen und nicht darauf zu warten, dass irgendwer vorbeikommt und sagt, so, jetzt ist alles vorbei, du kannst wieder losgehen. Nein, hier wirst du ins Leben gerufen, mit deiner Liebe, mit deinem Licht. Sorgen machen nutzt sich überhaupt nichts, aber du als Hauptperson liegst hier unten in den Schicksalskarten. Das bedeutet, dass du für dich und dein Leben noch keine Entscheidung getroffen hast und letzten Endes immer noch in Urteilen, in den Feldern der Illusionen gefangen bist. Das gilt es hier zu erlösen. Und es ist eine tolle Energie da, es ist eine wundervolle Energie da und du kannst das jetzt auch während der Rauhnächte schon mal initiieren. Ich meine, es ist doch wichtig, dass du selbst dich entscheidest, welchen Weg du gehen möchtest, was du in deinem Leben manifestieren möchtest und wie du dorthin gehst. Erlöse dich nochmal von dem Schmerz. Treffe eine innere Entscheidung, und zwar nicht aus deinem Verstand, sondern aus deinem Herzen. Möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Möchtest du lieben oder möchtest du die Welt mit Groll betrachten? Was ist es, was du möchtest? Deine göttliche Auferstehung, so nenne ich das mal, es ist tatsächlich hier so ein bisschen, der Phönix steht aus der Asche auf, die unbegründeten Sorgen, all die negativen Gedanken, die Lebensfreude, den Lebenssaft, die Fülle, ja, die unendliche Fülle unterdrückt haben, waren unbegründet. Ich meine, das ist schwierig, das jetzt hier so zu sagen und auch so öffentlich zu sagen, aber letzten Endes stimmt es. Es war mit selbst kreiert, im höheren und größeren Sinne. Deine Selbstständigkeit, deine männliche, deine weibliche Kraft sind hier göttlich vereint, liegen hier Rücken an Rücken, ja, zu Beginn des Monats, und dein Haus steht Kopf.
Dein Haus steht Kopf, das heißt, eine Veränderung steht an, in dir und im Äußeren. Meines Erachtens langfristig zum Positiven. Denn hier liegt Liebe, hier liegt Freude, hier liegt Gerechtigkeit, hier liegen positive Nachrichten. Hier liegt die Liebe auch, im Grunde genommen mit dem Seelenpartner vereint zu werden. Seelenpartnerschaften sind 2022 von großer Bedeutung. Ja, das sind Partner, die schon immer ein Teil deiner eigenen Seele sind und wo eine Vertrautheit existiert, die alles andere ja quasi in den Schatten stellt. Behörde, Amt, Beruf, Berufung liegt hier in der Liebe, liegt hier in der Erfüllung, liegt hier in der Geburt. Also das Kind ist geboren. Du weißt jetzt auf vielerlei Ebenen, wer du bist. Allerdings wirst du hier nochmal gewarnt, dich auseinanderzusetzen. Auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Aspekten deiner selbst oder aber auch im Äußeren. Ja, manchmal kommen da so vielleicht rebellische Geschichten hoch, rechthaberische Geschichten, der Machtkampf zwischen Mutter und Tochter, Vater und Sohn. Ja, diese Geschichten, ja, wer hat hier Recht, wer kann sein Licht in diese Welt legen? Das ist nicht die Energie, um die es geht. Da steht so Ende des Monats nochmal an, dass hier wirklich nicht gestritten, sondern geliebt wird. Setzt euch an den runden Tisch, schaut eure Schönheit. Was ist das, ja, was ist das Wunder hinter der Wunde? Jetzt zähle ich mal ab. Ja. Es geht natürlich auch darum, sich von den Unannehmlichkeiten, von den Ärgernissen und von der Trauer zu lösen und von dem ewigen Recht haben wollen. Von dem, ich sag mal, von dem Gefühl oder dem Zwang, alles wissen und kontrollieren zu müssen. Ich hatte so viele Träume heute Nacht, dass ich das Gefühl habe, ja, hier löst sich nochmal etwas auch wiederum im Hellsehen, Hellfühlen, Hellriechen, Schmecken und Wissen. Ja, die Gaben, die intuitiven Talente finden hier wieder richtig Platz. Alles das, was gerade so in der Welt geschieht, unterdrückt auch einiges und wir müssen uns entscheiden. Ja, ob wir uns unterdrücken lassen, quasi in die Depression gehen, in die Handlungsunfähigkeit. Zum Teil ja, weil wir müssen bestimmte Dinge hinter uns lassen. Und wenn wir weiter funktionieren, weiter unsere Dinge machen, dann wird dieses schwer. Also das ist hier eine ganz große Seelenaufgabe und gleichzeitig sehe und fühle ich für mich, ja, wir schaffen das. Ja, es ist eine Entscheidung, es ist wirklich eine Entscheidung. Unbegründete Sorgen, Ängste und Zweifel liegen in den Schicksalskarten. Das Reisen liegt in den Schicksalskarten. Das können innere sowie äußere Reisen sein. Die sind vom Glück, vom Segen, vom goldenen Licht beschirmt. Es ist möglich, es ist so vieles wieder möglich. Dann liegt der gute Weg ins Glück, ins Göttliche, in die Bestimmung, in die Liebe und auch in eine wirklich auf Augenhöhe gelebte Partnerschaft. Die ganz große Liebe liegt in den Schicksalskarten und das neben der Autorität. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich gebäre dieses neue goldene Kind in mir, meinen Seelensonnenhelden. Ich weiß, wer ich bin und bin in meiner Präsenz. Aber auch liegt das Schicksal da, dass also immer wieder kurzfristig diese Machtkämpfe oder diese Ideen von Auseinandersetzung in den Raum treten. Ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelheit noch mal so ein bisschen aufmuckt, aber schon lange, lange, lange verloren hat. Das steht schon im heiligen Plan geschrieben. Ja, im heiligen Plan steht geschrieben, das Licht wird siegen, das Licht wird immer wieder aufgehen, so wie jeden Morgen die Sonne aufgeht. Und letzten Endes, wie sie auch jede oder fast jede unserer Nächte durch den Mond bescheint oder bestrahlt. Sie erinnert uns immer wieder durch die Mondin ja, an unser Licht und dass das Licht wieder aufgehen wird. So, meine Lieben, dann verteile ich mal die Karten dorthin, wo ich glaube, dass es wichtig ist, nochmal tiefer hineinzublicken. Am Anfang geht es um Erfolg. Am Anfang steht der Erfolg da und wir brechen quasi den Bann, unsere negativen Gedanken, unsere unbegründeten Sorgen hinter uns zu lassen und uns mehr der Freude zuzuwenden. Und das ist so wichtig. Dankbarkeit, Freude sind ganz große Elemente,
Ganz, ganz wichtige Elemente. Ja, wofür bist du dankbar? Nicht, was fehlt mir, was mangelt mir. Wofür in deinem Leben bist du dankbar? Gute Freundschaften sind jetzt hier entstanden. Du weißt, mit wem du wirklich sein willst. Und das kommt alles auf dein Haus, sprich auf dich selber zu. Vielleicht hast du einen Wohnungswechsel, vielleicht hast du einen Ortswechsel, vielleicht hast du einen Wechsel deiner Kraft, ja, dass du jetzt mehr Kraft in deine spirituelle Entwicklung legst. Für mich ist das eigentlich ganz sicher hier, ja. Die spirituelle Kraft, die spirituell handelnde Kraft wird hier, ja, dehnt sich aus. Mir ist vollkommen heiß, ich bin absolut in der Hitze. Hier steigt der Phönix aus der Asche auf. Wuhu! Ja, ich freue mich schon richtig. Und bitte, bitte, das hatten wir, glaube ich, im letzten Reading auch, verlier dich nicht in der Partnerschaft, beziehungsweise verlier deine spirituelle Mission nicht innerhalb der Partnerschaft. Man kann auch gemeinsam einen spirituellen Weg gehen, weil das ist es, wo es hinzieht. Wir werden nicht, ja, wir werden nicht diese Wege der Materie und des Patriarchats weitergehen. Der Macht der wenigen. Nein, wir werden den großen Kreis öffnen und uns von der Materie ein Stück weit abwenden und mehr der Lebensfreude, des Seins, des Miteinanders und Füreinanders zuwenden, des Wirs. Ja, keiner von uns kann glücklich sein, wenn der Nachbar hungert. Und hier, was die Seelenpartnerschaft anbelangt, könnte es auch sein, dass jemand auf dich zukommt, ja, wo du spürst, wir sind eins, wir gehören zusammen, aber ihr euch nur updatet und auch gleich wieder verlasst, weil jeder von euch seinen Auftrag hier in dieser spirituellen Entwicklung hat, weil jeder von euch auf seine Weise die Kraft nach außen hinlegt. Manche Partnerschaften werden sich auch trennen, weil dann der Fokus auch viel, viel mehr auf dir selber liegen kann und du deinen Entwicklungsschritt so machen kannst, dass er dem großen Ganzen dient. Hier geht es nicht mehr um jeden Einzelnen, denn jeder Einzelne ist ein Tropfen des großen Ganzen. Hier geht es darum, dass wir alle in einen Fluss einsteigen. Die Geburt des Phönix wird wundervoll sein. Deine karmischen Gaben, also deine Seelengaben, die werden auferstehen. Ist das wirklich wie eine Auferstehung hier? Ja, auch wenn es nicht leicht ist, ja, diese Verantwortung zu übernehmen und im Außen quasi auch zu stabilisieren, weil hier nochmal die Dunkelheit aufsteht. Die merken, die wissen ja auch, ja, dass das bedeuten würde, dass es vorbei ist. Und hier sehe ich dich nochmal gefangen am Ende des Monats, ja, oder quasi zurückfallen. Und das möchte ich natürlich nicht. Jetzt hole ich uns eine schöne Karte hinzu und schaue mal, wow, hier fliegt mir alles entgegen. Schaue mal, was uns da unterstützen kann, dass wir uns selber treu bleiben und dass wir uns nicht wieder runterziehen lassen. Ja, hier die will, die Kraft. Die Kraft. Du wirst daran erinnert, dass dein inneres Wesen etwas Göttliches ist. Also lass dich von niemand herabsetzen. Passt wieder mal, ne? Wenn du ganz ruhig und gelassen und mit dir selbst im Reinen bist, dann bist du stark. Denn dann kann niemand dich beeinflussen oder aus der Fassung bringen. Die Botschaft deiner Engel lautet, finde das ruhige Zentrum in deinem Inneren. Heile deinen Zorn, reinige deine Emotionen und verlass dich auf dein eigenes Urteil und triff deine eigenen Entscheidungen. Es ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, förderst du damit dein spirituelles Wachstum. Also sei stark und stehe auf eigenen Füßen. Wahre Macht beruht auf innerer Stärke, Selbstwertgefühl und Zuversicht. Nimm dir in diesem Monat September die Macht und die innere Kraft, die dir zusteht. Deine Affirmation lautet, ich bin ruhig und gelassen, selbstsicher und stark. Wow, meine Lieben, was für ein Ritt, was für ein Flug, ja, wir sind ja in der Phönix-Energie. Ich danke euch nochmal für euer Sein und wünsche euch alles Liebe. Aho. Rising out of the ground, the buffalo, hey.